So, jetzt bin ich hier noch bei der Tanke. Ich habe ja Recording in Progress, hold. Ja, der geht auch weg. Ich habe ja hier noch Schnitzel zur Wegzehrung mitgenommen. Und für den Schnitzel brauche ich nur Brot. Und für meinen Tabakgenuss brauche ich noch die Snooze-Täschchen, Tabaktäschchen. So, auf geht's zum ersten Zustellversuch. Hier vom Motel One zum Dickers. Im Staffel 143 in Frankfurt sind es 34 Kilometer. Schnell ins Handy eintippen. Und dann probieren wir dieses überaus männliche Friends-Lego-Produkt diesem elenden, verlogenen Internet-Cyberstalker, möchte gern Rotlichtbaron, ne, zuzustellen. System für die kontinuierliche Planung sämtlicher Ich schalte mich jetzt schon zu. Aber da seht ihr mal, was für abgeranzten Gegend der Olli wohnt. Nicht gemachte Straßen, Schlaglöcher. Hofgarten out. Wo muss ich jetzt rechts? Alte Häuser, ungepflegte Fassaden. Und der Penner sagt mir, ich wohne in einer Ranzbude. Mit Kirschholzboden und Designerleuchten. So, bald haben wir es geschafft. Mal gucken, ob er die Eier hat und runterkommt. So. Links abbiegen auf im Staffel, dann befindet sich und das Ziel. Gar nicht im Staffel, wir sind in der Hofhausstraße. Was ist das für ein Scheiß? Ah, da im Staffel. Gut, gucken wo wir die Karre hinstellen. 149 bis 153. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, immerhin, sie werden die Häuser jetzt saniert, ne? Sah auch schon schlechter aus im Staffel 143. Also, da sind wir. Guck ich mal, wo ich die Karre parke. Darf ich da? Das ist Einfahrt. Ich denke, ich darf da, ne? Werde ich mal da in Deutschland ist immer noch Maskenpflicht, ne? Drecksmaske. Ah, da. So. So. Den Schlüssel mit, dann nehmen wir das Lego-Geschenk mit, mein Telefon. Dann werden wir mal klingeln beim Dickers. So. Die Häuser werden immerhin saniert, ne? Sehen gar nicht so schlecht aus. Oh, liebe Dickers immer. Ja, jetzt schauen wir mal um. Na, Labrador Müllhölzer. Auf sie läuft also der YouTube-Account von Olli. Gut. Dann machen wir mal Dickers.
Was geht für Dickers? Hallo, ist Herr Dickers da, der Oliver? Oliver, und was haben Sie für Pakete? Ich habe Lego aus Zürich. Ach so. Mit freundlichen Grüßen. Ist der Oliver da? Ich hätte ihn gern gesprochen. Guck mal, wie der Eierlose da im Zimmer hockt und wahrscheinlich psch, psch, psch macht und mit dem Finger wedelt. Die weiß doch, ob der da ist. Die wohnen da zu dritt, also Frau Naprapon, dann die Schwester und er. Wohnen sie zu dritt in der Dreizimmerwohnung und sowas. So einer macht 850.000 mit Wohnungsverkäufen. Der sitzt da drin, lässt sich verleumden. Die müsst doch nicht gucken, ob der da ist. Wenn sie es nicht wissen. Die ist doch überfordert mit der Situation und er schüttelt jetzt den Kopf, hält den Zeigefinger vor dem Mund und scheißt sich in die Hosen. Der Pisser. Also er ist nicht da. Wieso gucken sie denn, wenn er nicht da ist? Nein, also ich versteckt er sich denn? Nein, nein. Ist das für ihn oder? Das ist für ihn. Er weiß auch, um was es geht. Weißt du was? Ja, sie können ihm sagen, er soll meine Kinder aus dem Spiel lassen. Okay? Und pädophilen Vorwürfe auch. Und ich würde ihn gern sprechen jetzt, wenn er da ist. Er ist nicht da. Ja, wieso gucken Sie dann rein? Ist er so feige? Versteckt er sich hinter der Frau, oder was? Nein, das will ich nicht. Das ist richtig schön gay für ihn. Warum? Nein, nix. Behalten Sie den Dreck. So ein feiges Stück Scheiße. Versteckt sich hinter seiner Alten. Ich muss mal gucken, die weiß ja, ob er da ist. Dicker, so feige Sch. Lass meine Kinder aus dem Spiel, du scheiß Psychopath! Ja, ja, der Dicker ist da. Verurteilter Sch. Ja, ja, ich bin jetzt ruhig, tut mir leid, ne? Besuche sind richtig und wichtig, wissen Sie? Da sieht man mal, was das für eine feige F*** ist. Versteckt sich hinter der Alten, auf den er seinen YouTube-Account laufen lässt. Der lässt den YouTube-Account auf die Alte laufen. So ein feiges Stück Scheiße. Boah, ekelerregend. Kleiner Funfact, Oli hat sich wirklich verleumden lassen von der Schwester oder Cousine, weil kaum bin ich abgefahren, hat er mich angerufen, ich soll zurückkommen, ich kriege meine Packung. Ich habe gesagt, nee, lass mal Oli, ich weiß, du warst im Zimmer, wenn du was von mir willst, kommst ins Hotel One in Kolmarer Straße und warte unten auf dem Parkplatz. Und ja, 20 Minuten später ruft die Streife an. Er hat gedacht, ich will meine Packung kriegen, soll jetzt kommen, weil er die Polizei geholt hat. Jetzt gehe ich ins 18. Revier. So, da gehe ich nun Polizeiwache 18. Revier, weil er kann sich wieder in die Opferrolle drängt. Der hat sich versteckt hinter seiner Schwester oder Cousine oder wer das auch immer ist. Hat mir dann 10 Minuten später gesagt, er soll umdrehen und Prügel angedroht. In der Zeit hat er lange die Polizei angerufen. Ich denke, er hat gehofft, dass ich irgendwelche Kurzschlusshandlungen begehe. Guten Tag, bitteschön. Ja, hier ist Burkhalter. Ich bin wegen Herrn Erkan Sekan, wegen Herrn Oliver Dickers da. Ja, ja. Aber ich habe meine Maske verloren. Hätten Sie vielleicht bitte? Eine? Hätten Sie vielleicht nur eine Maske für mich? Das wäre sehr lieb. Eine Maske habe ich keine, aber es kommt jemand zu Ihnen raus, ja? Der Schweiß ist das halt schon abgeschafft wieder. Ja, das ist lieb, ja, dankeschön. Also Fakt ist, Olli ist gleich zur Polizei gerannt, obwohl ich ihm die Adresse mitgeteilt habe und ihn auch noch aufgefordert habe, in die Stadt zu kommen über Insta. Und was dann folgte, war einfach sinnloses Geplänkel. Es hat ihn sehr aufgeregt, dass ich gesagt habe, er wohnt in der Assi-Gegend, in der Zweizimmer-Ranzbude. Da musste er mir gleich beweisen, siehe hier, dass es eine Dreizimmerwohnung ist und dass er doch ein BMW hat. Und natürlich der ewige Flex mit Geld, weil er so ein kleines Ego hat. Ne? Oli,
Ich habe ein BMW, ich habe ein Maserati, ich habe Geld, ich habe so viele Wohnungen. Wohnen zu dritt in der Ranzbude. Und er hat eine große Fresse und schickt die Schwester vor, weil er sich nicht traut, die Tür zu öffnen, wenn es klingelt. Uli, wie viele Feinde hast du eigentlich? Auf jeden Fall läuft sein YouTube-Kanal über diese Frau NM. Und ich habe einen thailändischen Vornamen. Und er, wenn er da auch wohnt, kann er auch die Briefe abpassen. Ich glaube nicht, dass ihn. Ich vermute, die weiß nicht mal, dass er da sein scheiß Internet über ihren Namen macht. Also eine richtige Ratte, der Oli. Eine richtige Ratte. So, aber ja, ich werde wieder mehr von mir hören lassen. Und auch nicht nur über diesen Soziopathen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschö.